Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Unepic. Ja, es wird wohl eine Tradition sein, hier den Part zu beginnen und zu beenden. Zumindest ist das seit 16 Parts so der Fall. Wir haben uns vorgenommen, ein paar Krähen zu zermalmen. Aber dazu brauchen wir natürlich die richtige Ausrüstung, und zwar einen Bogen. Und stehen bleiben. Ja, zerfix. Push. Und nochmal stehen bleiben. Wir wollen jetzt ein paar Krähen jagen. Sind die schon wieder da? Jop, sie sind wieder da, diese dreckigen Biester. Na, komm schon. Irgendetwas. Töte es, egal was ist. Hier. Man darf auch ein bisschen over sein. Auge einer Krähe, sehr schön. Und der nächste. Der nächste. I said der nächste. Ist hier irgendwer freiwillig? Jo, du. Und? Noch etwas? Irgendwer ein Diskussionsargument einzufügen? Kein schlagkräftiges Argument? Hier, ich habe eins, das ist ungefähr 7 Fuß lang. Naja, 7 Fuß ist ein bisschen übertrieben, ich weiß nicht, ob er lang genug hat. Denn... Nein, das hat ihn... Sie aufgeschreckt? Komm schon, irgendeiner von euch wird doch jetzt hier so ein Edelsteinchen fallen lassen. Jo, du hier. Aufgabe, wir haben alles Zeug beieinander. Vielleicht kriege ich auch meinen Ring wieder. Hoffnung stirbt zuletzt und so. Auge einer Krähe. Hier irgendwo. Ja, hier. Irgendwie hat es nicht so mit Nachschießen. Komm schon. Irgendwas fallen lassen? Nö. Geizhals. Geizhals. Alle Kreaturen, die mir nicht irgendwas in den Arsch schieben, sind Geizhälse. So, komm schon. Ja, 45 Grad Winkel ist scheiße zum Zielen. Na, komm schon. Nein, du sollst anvisieren, Feuer. Sehr schön. Schade, dass du nicht durch deine Schulter schießen kannst. Ich kenne da jemanden, der macht das gerne. Na, komm schon. Nein, nicht die. Und die ist jetzt da auch aus dem Weg. Verdammt. Ich. Aber du, jetzt hat, und, yes, war zwar der falsche, aber wurscht. Komm schon. Yes, jetzt sind alle Krähen weg, und ich krieg meinen Ring nie wieder. Shit. Okay, wir haben damit offiziell unseren Ring verloren. Es ist nun amtlich. Wir sind ein Ringloser. Wir sind wie Sauren. Und schon wieder ein Hammer, sag mal, ja. Jesus, Maria und Josef, hey. Habt ihr wirklich nichts Besseres zu tun mit euren Hämmern, als sie mir zu geben? Brauch's doch nicht. Okay, dann wollen wir jetzt mal zurückbeamen, speichern und heilen. Und dann wollen wir mal kurz auf die Karte luren. Darüber, das heißt also, ich muss in eher das relinkere, relinkere, ne? Das ist eine ganz eigene Richtung, rechts und links gemischt. Linkere Tor gehen, um zu gucken, ob ich da nicht irgendwie rauskomme. Um diesem Geist nicht das zu geben, was er will. Und zwar nehme ich seine Göttlichkeit zurück. Mein lieber Herr Poseidon. Oder wer immer du auch bist. Ich kenne einen Griechen, der heißt Poseidon. Also ein Grieche, ein griechisches Restaurant. Macht so geiles Gyrospitter. Ah, oh, ich könnte sabbern. Machst du auch gutes Gyrospitter? Darf ich gern bei dir bestellen. My statue is finally complete. Shadow. You have demonstrated your worth for the knowledge of power over water and ice. From now on, your eyes will understand the books of blue magic that are spread all around the castle. The magic of frost has been added to your character page. You are now able to cast spells of frost and increase your skill in frost magic when gaining levels. Yeah! So, dann wollen wir unter Zauber gucken. Ne, Moment, wir müssen erst ins Inventar gehen und das Zauberbüchle auch lesen. Hier, Frostbolzen ins Zauberbuch kopieren. Sehr schön. Wir wollen auch gleich eine Schnelltaste zuordnen, und zwar nämlich da, wo vorher der Stab lag. Wollen wir kurz ausprobieren? Beautiful. Beautiful. War da nicht gerade irgendwas mit dem Stufenaufstieg? Nö, aber ich habe noch Fähigkeiten über. Das mache ich auch immer gleich. Kurz Frost
2 nachhauen. So, plus 10% Schaden und 3% kritische Trefferchance. So soll mir das doch genehm sein. Haben wir hier noch irgendwelche Aufgaben zu erledigen? Statistiken, Rezepte, Zauberbuch, Inventar, Erfolge, Herausforderungen. Nee, das ist auch nicht. Sackelzement, wo ist denn Charakter, Option, Statistik? Der hat's mir doch vorhin gesagt, das heißt vorhin vor einer Ewigkeit gesagt, wo das ist. Folge, Herausforderungen? Offensichtlich gibt's hier nicht, nö. Ich hab's vertan. Na gut, aber ich weiß, dass wir rein überlegungstechnisch nicht mehr viel zu tun haben. Was wir jetzt noch zu tun haben ist, erstmal unsere Fiolen auffüllen. Denn die wollen wir ja auch mit Potions haben, denn wir wollen uns bald einen weiteren Wächter zu Gemüte führen. Dann holen wir hier mal unseren Kollegen hier raus. Na, komm schon. I thought you liked bugs. Jo, mit einem epischen Sprung-Cut. Gib mir mal einen Flügel, ey. Kollege. Reich mir mal einen Arm oder sowas. Ja, genau das hier. Jetzt muss ich nur noch schnell da hochgehen, weil sonst klaut mir das irgendein Sack hier. Schnell, schnell, schnell. Beeil dich. Beweg dein Euter. Oder was bei dir stattdessen da ist. So. Ein paar Fledermausflügel. Jetzt nicht so wirklich die Welt. Meh. Meh. Passt mir jetzt nicht so wirklich in den Kram. Aber na gut, dann müssen wir halt noch bei dem anderen gucken. Da war ja noch so ein Raum, wo man Fledermausflügel farmen konnte. Und zwar war der, wenn ich mich recht entsinne, auch in der Mine. Farmen, das ist etwas, was in jedem RPG irgendwie so drin ist. Man muss irgendwann mal farmen. Du kannst jetzt übrigens ins Bettchen gehen und Haya Haya machen, während wir hier dich gleich wieder rausholen. Und noch weitere Fledermäuse hier auf die Killliste setzen. Hui, Herzchen. Hat mir mein Herz hier geraubt oder ich habe ihm sein Herz geraubt. Na, rote Essenz. Menschen, Sinners, du, ich will doch nur, dass du mir mal eine Flosse reißt. Oder irgendetwas derartigen. Das war sicherlich mal eine Flosse vor ein paar Milliarden Jahren. Fledermausflügel, sehr schön. Na, wo ist hier noch ein Kollege? Da oben. Nein, hat nicht gereicht. Ums Ohrschlecken nicht. Die kleinste bayerische Maßeinheit. Wie man so schön sagt. Sag ich auch mal, das war hier das letzte. Das letzte war das hier. Okay. 8 Fledermausflügel haben wir insgesamt ergattert. Ich glaube, das reicht nicht besonders viel. Das reicht noch nicht mal, um komplett aufzudichten. Mensch. Game saved, I know. Wollen wir nochmal kurz hier auframmen. Denn, ja, 8 Fledermausflügel sind's. Na gut, dann tackle ich auch mal heute die ganzen Läden ab und den ganzen Kram. Wo war denn mal die Muschel? Zuaks Küche. Dann wollen wir mal. Jo, erstell dir mal. Wir haben insgesamt noch 10 Fiolen jetzt und können davon nur 5 machen. Ne? Wir brauchen noch irgendwo Fledermausflügel. Gut, was wir aber auch machen, sind Regenerationsgeschichten. Die habe ich ja jetzt vorhin ein wenig arg verpasst. Hast du noch irgendwas, was für uns interessant ist? Ja, ein paar blaue Essenzen. Nehme ich mal ein paar mit. So. Eher blau als sonstiges. Rolle der Teleport zur Küche. Brauche ich nicht. Rezepte. Trank der geringen Heilung. Hommershow. Langsamen Giftes. Nee. Verkaufen. Ach, bei dir können wir auch verkaufen, den ganzen Kram, ne? Was gibst du uns? 28 Münzen. Oh, mehr ist das Ding auch nicht wert. Im Groben und Ganzen. Aber die behalte ich noch auf. Aber die Hämmer. Ich glaube, ich merke mir jetzt erstmal, was darfst du mir dafür geben? Und dann gucke ich, ob Ubuntu mir was Besseres gibt. 26 gibt mir hier das Zora, weil sonst lacke ich nur noch zu ihm hin. Dann werde ich bei ihm Stammkunde und verkaufe bei ihm auch das ganze Graffel. Das andere Zeug kann man ja nicht wirklich gebrauchen. Ist ja nicht wirklich nötig. Na, komm schon. One-Hits. Sehr schön. Ein One-Hit-Wonder, ne?
Du haust mir nicht ab. Niemand entkommt der Schärfe meiner Klinge. Nicht einmal so Satyr. Brauchst gar nicht so satyrisch gucken. Verkaufen. 26. Okay, wir werden beim Dauergast. Dann verkaufen wir ihn. 87, 42, 93 ist... Moment, halt, stopp. 95, Haste. Wenn du eine Kreatur tötest, erscheint ein Geist dieser Waffe innewohnt und erzeugt zusätzlichen Kälteschaden. Oh, das ist interessant. Fügt Orks zusätzlichen Schaden zu. 86, uninteressant. Den Bögele braucht man noch. Dann können gut verkauft werden. Rubin, elfische Unterwäsche, kannst dran schnüffeln. Gut gekaut. Leere Viole, gut gekaut. Alles gut gekaut. Bin nicht interessiert, scheiße. Aber hier kann das A4 einen guten Preis verkauft werden. Sehr schön. 820. So, haben wir jetzt genug Geld beieinander. Und... Na, ich glaube das machen wir nicht. Ich verkaufe hier keine weiteren Trankzutaten. Wollen wir mal gucken, vielleicht kann es ja irgendwann mal nützlich sein. Okay, dann wollen wir hier weiter. Übrigens, Kami, ich verstehe gar nicht, wie du so viel Geld ausgeben kannst. Du siehst, ich komme hier recht geschmeidig durch und gebe kaum Geld aus. Noch nicht einmal für irgendetwas Großartigen. Wo gibst du das Geld aus? Du sagst, das ist ja der Wahnsinn. Okay, dann wollen wir uns hier mal kurz, hier. Der hier war's. Derivast. Wollen wir das wirklich machen? Okay, wir gehen uns schon mal, bewegen uns schon mal in eine Richtung, weil ich möchte jetzt auch durch das Tor und vielleicht kriegen wir das schon hin, einen weiteren Wächter niederzumetzeln. Dabei können wir etwas blaue Essenzen gut gebrauchen. Kurz überlegen. Jo, war da drüben. War wahrscheinlich da. Yep, Bares. Bares, ne? Ist hier noch irgendwas? Nur mal kurz das Kontrolle. Nö, ist nix. So denn, wir haben Potion. Wir haben Regeneration. Wir haben Eiszauber. Wir haben alles Wichtige. Na, dann wollen wir mal. Jesus Maria. Sieht hier deutlich ungemütlicher aus. Komm schon, ihr Maden. Keiner interessiert sich für euch. Okay, dann 5. Und spielen ein bisschen Sniper. Sniper Ghost Voria. Oder hier in dem Fall eher Sniper Ghost Moria. Kleiner roter Rubin, also dich lasse ich jetzt mal da, das mich interessiert mich nicht. Was ist hier so grau... Oh, was sind das? Ich sollte nicht so kackenfrech fragen. Ach nö! Ach nö! Hörsch auf Zeiten! Alter, nö! Was ist denn das für Kugelgegraffe? Alter, das ist ja ungeil, du! Oida! Aus! Was zur Hölle ist das? Scheint mir unsympathisch. Kriegst du meinen Eiszauber ab? Siehst brennbar aus. Na, komm schon. Jo. Frustrierende Nachrichten für dich. Für euch alle. Okay, damit erledigt sich das deutlich einfacher. Es war gut, dass wir diesen Zauber voll geholt haben. Na, komm schon. 9 Essenzen. Das ist sehr gut zum Farmen hier. So. Komm schon. Nein. Verdammt. So. Du sollst dich bewegen, verdammt. So, jetzt hat. Ui, sehr schön. Leben. Ich mag Leben. Wir leben nicht so. Was zur Hölle machst du da? Der anvisiert aus irgendeinem Grund diesen toten Archon da unten noch. Ich nehme es zumindest an, dass es ein Archon ist. Bei Feuer und so. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie in Skyrim Archon heißen.